Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Wer das letzte Video nicht gesehen hat, da habe ich die Suron vorgestellt, dann schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Ich verlinke es euch mal hier oben auf dem i. Da habe ich so ein bisschen drüber gesprochen, über die Suron. Jetzt geht es mal weiter auf die Tour. Ich sag von vorne weg, wenn meine Linse ein bisschen dreckig wird, tut es mir leid, aber ich habe vorne keinen Spritzschutz dran. Und werde ich glaube ich auch nicht ändern, weil es einfach optisch so viel schöner ausschaut. Wir fahren jetzt hier den Weg runter, den bin ich vorhin auch schon runtergefahren. Und jetzt kommt wieder die Frage, ob ich hier drüber springe. Aber ich habe einfach glaube ich noch zu wenig Eier dazu. Aber hier drüber, das wäre schon nice. Würde eigentlich schon gehen. Ja, ich verspreche es euch, wenn ich mehr Fahrstunden auf der Karre habe, dann springe ich hier drüber. Das wird vor allem mit dem Anlauf hier ein ordentlicher Drop werden. Aber ja, da bin ich noch nicht bereit dafür. Aber wir erkunden einfach weiter mal diesen Weg hier, wo es lang geht. Ich habe mir übrigens letztens auch extrem das Knie angehauen, als mir so ein Holzstück ans Knie gesprungen bin. Ich habe ja klugerweise Knieprotektoren, aber halt nicht an. Perfekt. Naja, was will man machen? Aber das werde ich dann machen, wenn... Jo, okay, die Hupe habt ihr jetzt auch gehört. War nicht mit Absicht. Oh, ja. Oh, wie leicht sie hier hochgeht. Hier war ich mal mit der KTM. Da habe ich es aber gar nicht weit geschafft. Oh. Ja, ich wollte auch auf jeden Fall auch mal Danke sagen, dass so viel Interesse zu Elektrobikes entsteht. Elektro ist einfach so ein cooles Thema. Es ist halt einfach was Neues. Und neu ist meistens für die meisten so ein No-Go. Und es gibt immer so verbissene Leute, die... Alter! Sieht wahrscheinlich so easy aus, als ob sie null steil ist, aber hier geht es ganz schön hoch, um auf das Elektrothema zurückzukommen. Und es freut mich extrem, dass die Leute langsam auch so ein bisschen Begeisterung dafür bekommen, weil es ist einfach cool, durch die Gegend zu fahren, ohne dass man jemanden stört, belästigt oder die Tiere oder was auch immer. Und mit so einer Suron sowieso noch mehr, weil es halt noch mal mehr wie ein Fahrrad ist. Gerade so auf der Straße ist die Suron ja mir ein bisschen im Vergleich zu KTM bisschen zu langsam, und im Gelände ist jetzt die Leistung von der Endgeschwindigkeit sowieso ausreichend, aber sie könnte ein bisschen mehr Druck haben. Also jetzt bin ich hier auf Vollgas und wir fahren hier gerade so 55, jetzt sind wir bei 60. Ja, und hier würde ich mit der KTM easy hochziehen mit den knapp 80 halt. Also da ist der Druck einfach ganz anders. Klar, wir haben jetzt auch keinen vollen Akku. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal, glaube ich, ein Video machen, wie weit ich denn komme mit meiner Fahrweise, weil jeder fährt ja ein bisschen anders. Und auch, wie lange der Akku braucht, von 0 auf 100%. Aber irgendwann wird es sowieso ein Thema sein, dass ich auf einen größeren Akku umsteigen werde. Aber es ist doch erstaunlich, wie man mit diesen kleinen Reifen, wo man da überall hochkommt. Und ich kann euch jeden auch ans Herz legen, mal so eine Such- und Probe zu fahren. Gerade im Gelände ist das eine Waffe. Und wenn ich dann den größeren Akku irgendwann mal habe. Aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, weil der einfach schweineteuer ist. Der kostet einfach so die Hälfte von dem Bike, was das Bike neu kostet. Und das ist dann schon verrückt, dass man allein für den Akku noch mal die Hälfte mehr zahlt. Aber im Verhältnis zu der KTM trotzdem immer noch günstig. Boah, hier geht es so gut steil runter. Ah, jetzt kommen wir hier raus, wie ich im ersten Video, wo ich hier stecken geblieben bin. Die schiebt schon gut an, aber kein Vergleich mit denen vom Daniel von E-Moto X. Das sind noch mal ganz andere Geräte. Der Daniel hat damals gesagt gehabt, Batterie-Bypass legen, einen Akku-Bypass legen und dann einfach den Controller ändern.
Und da habe ich so um die 8,5 kW, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Aber ich will, ich weiß nicht, ob ich den, die Batterie einen Bypass legen soll. Vielleicht kennt da der ein oder andere sich ja auch noch aus und hat es schon mal gemacht und kann mir mal so auch noch mal sagen, was ihr so davon haltet oder hält. Kumpels von mir, die haben hier irgendwo eine Strecke gemacht. Hier ist alles komplett sumpfig. Das tue ich mir dann doch nicht an. So eine 180-Grad-Drehung ist halt bei dem Bike auch gar kein Problem. Ja, mit meiner E-Freeride, die wiegt halt dann doch wieder das Doppelte von der hier. Also ich bin super zufrieden für die erste richtige Fahrt heute. Mega geil. Ja, ich glaube hier ist ein würdiger Platz zum Beenden. Würdig, weiß ich jetzt nicht. Was labere ich hier? Ich bin auf jeden Fall, mein Arsch ist auch gut nass geworden durch das stehende Fahren. Ja, wie gefällt euch so ein Video, wenn ich mal so einfach so ein bisschen drauf losschwätze, einfach mal erkunde und dabei fahre? Ich hoffe, sowas ist auch mal ganz geil zum Anschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.